Die Menschen warten auf eine Antwort. Sie sind auch den Streit in der Union wirklich müde. Die Menschen treibt um, dass wir für die großen Herausforderungen heute immer noch tatsächlich keine wirklich absehbaren Lösungen haben. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die gerade die Flüchtlingskrise nach wie vor mit sich bringt. Und das bedeutet insbesondere, wir brauchen eine Begrenzung. Wir brauchen einen Richtwert, wie viel wir diese Gesellschaft an Menschen tatsächlich aufnehmen, beherbergen und integrieren. Dabei müssen wir eine Lösung finden, vor allem für die vielen Menschen, die zurück müssen in ihre Heimatländer. Die Rückführung, das ist eine wirkliche Herausforderung in diesem Land und wir sind noch nicht besonders weiter. Da muss es eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern geben. Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Parteivorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer einen Weg gefunden haben, miteinander zur alten Stärke der Union zurückzufinden. Denn das ist die Voraussetzung, dass die Menschen wieder Vertrauen in die Politik genießen.